Christian Martini, es ist knapp 7 Monate her, dass du auf dem Platz standest. Wie blickst du auf die vergangenen, ja, mehr als das halbe Jahr, wie blickst du darauf zurück? Boah, mit gemischten Gefühlen. Es hat angefangen mit einer harten Diagnose, wo relativ schnell feststand, dass ich die Saison ausfallen werde und dementsprechend war es sehr hart. Ging aber relativ schnell dann in die Reha über, habe dann relativ schnell auch den Mut gefasst, dann wieder angreifen zu wollen. Und dass ich jetzt wieder beim Trainingsauftakt auf dem Platz stehen kann, ist ein Erzeugnis von harter Arbeit. Und ich war einfach unglaublich froh und bin unglaublich froh, dass ich wieder auf dem Platz stehen kann. Wenn man sich die Szene aus dem Hinspiel gegen Paderborn nochmal anschaut, dann sieht es gar nicht so wild aus eigentlich. Hast du da direkt gemerkt, das ist was Schlimmeres? Ja, ich habe es tatsächlich direkt gemerkt. Das habe ich auch so den Ärzten mitgeteilt auf dem Platz, dass ich glaube, dass da irgendwas passiert ist, weil man hat ein bestimmtes Gefühl für seinen Körper während der Karriere entwickelt. Und ich habe eigentlich direkt in der Aktion gemerkt, dass irgendwas nicht stimmt. Und in der Halbzeitpause haben wir uns natürlich alle darüber unterhalten. Meine Schmerzempfinden war jetzt nicht so groß. Konnte mit Medikamenten ein Stück weit arbeiten und dementsprechend habe ich mich dann auch bereit gefühlt, dann auch die zweite Halbzeit zu absolvieren. Dann kam am Abend nach dem Spiel, wo der Puls ein bisschen runtergegangen ist, kam dann der Dämpfer, weil ich dann wirklich starke Schmerzen hatte und da war es dann eigentlich für mich auch hundertprozentig, dass etwas Schlimmeres passiert ist. Wie schwer ist so für dich die Situation gewesen, dann diese Erfahrung oder diese Info zu haben? Es wird was Längeres, du fällst länger aus und kannst der Mannschaft nur noch vom Seitenrand von der Tribüne aus helfen, aber nicht mehr selber auf dem Platz stehen. Ja, das war natürlich ein harter Schlag für mich, weil ich auch wirklich tagtäglich diesen Job liebe und übe ihn jeden Tag mit voller Leidenschaft aus. Und zu wissen, dass es jetzt eben für 7 Monate nicht mehr Teil meines Lebens ist, war natürlich sehr hart für mich. Und aber ich bin dankbar, dass ich großartige Freunde, eine großartige Familie habe, die mich da zu jeder Zeit unterstützt hat. Und wie gesagt, ich habe relativ schnell wieder den Mut geschöpft, eben angreifen zu wollen. Und das hat ganz gut geklappt. Wenn man auf die Saison zurückblickt, war es für alle keine zufriedenstellende Saison. Bis zum letzten Spieltag musste noch gekämpft werden. Wie schwer war das für dich, dann auch wirklich da nur von außen eben den Input geben zu können? Hast du dich da irgendwie anderweitig verhalten, dass du gesagt hast, hey, das ist eine ganz andere Rolle, da muss ich mich auch erstmal reinfinden, oder wie war das für dich? Ja, es war natürlich brutal ungewohnt, weil erstens ich noch nie in meiner Karriere so eine lange Ausfallzeit hatte. Ich hatte zwar einen Kniescheibenbruch, der 3 Monate gedauert hat, aber wirklich 7 Monate von der Mannschaft weg zu sein, war nicht einfach für mich. Und wer mich ein Stück weit kennt, weiß, dass ich ein sehr emotionaler Mensch bin. Und das dann auf der Tribüne mitzuerleben, seine Jungs dann unten auf dem Feld zu sehen, war nicht einfach für mich, weil ich denke, für jeden Fußballprofi ist es schwer, auf der Tribüne zu sitzen und das dann zuzusehen und nicht selber ein Teil davon zu sein. Und dementsprechend war es nicht einfach, aber ich habe versucht, einfach auch für die Jungs da zu sein. Ich war zwar nicht in der tagtäglichen Arbeit mit drin, aber habe trotzdem versucht, durch gewisse Gespräche, wenn ich unter der Woche oder auch mal am Wochenende dann da war, mit den Jungs zu reden und meinen Teil da eben dazu beizutragen, so gut wie es geht. Gab es für dich jemals irgendwie ein Flashback an die Saison von vor 3 Jahren, dass du gesagt hast, oh, um Gottes Willen, das könnte ja auch wieder in die Relegation gehen, oder war für dich von vornherein klar, das packen die Jungs? Oh, schwierig. Man muss das differenziert betrachten. Wenn du das von außen siehst, dann nimmst du natürlich viel mehr wahr. Du nimmst die Stimmung natürlich viel mehr wahr, das Ganze drumherum. Du liest auch mal den einen oder anderen Zeitungsartikel mehr, als wenn du selbst gerade aktiv spielst. Dementsprechend habe ich das schon wahrgenommen, welche Unruhe um den Verein eben hier herrscht. Aber hatte auch gleichzeitig ein hohes Vertrauen in meine Mannschaft, dass sie das schaffen wird, das Ziel eben, die Klasse zu halten. Und daran habe ich bis zum letzten Spieltag geglaubt. Und schade, dass es so lange gedauert hat, aber am Ende sind wir alle froh, dass es dann so gekommen ist, wie es gekommen ist. Jetzt hatten die Jungs 3 Wochen Pause. Man hat bei dir gesehen, du hast gar nicht so richtig abschalten können. Du warst direkt wieder in der Vorbereitung, weil das Kribbeln da war, weil du dir zeigen wolltest, ich bin zum Trainingsauftrag wieder soweit fit, dass ich auch echt wieder Gas geben kann. Das zum einen, aber zum anderen ist es natürlich auch noch ein Stück weit ein Teil des Reha-Plans gewesen. Darüber habe ich mich mit meinem Torwarttrainer schon im November nach der Diagnose eben unterhalten, was passiert, wenn ich zu dem Zeitpunkt, wenn die Jungs in den Urlaub gehen,
ja, was passiert mit mir? Ich denke, da muss ich den letzten Schritt gehen und in der Reha-Phase lief alles perfekt, sodass ich jetzt in der Urlaubsphase von den Jungs halt den letzten Schritt gehen konnte und das war schon relativ lange geplant. Da konnte ich halt alles mal antesten, wie es eben ist, auch im Tor zu stehen und wirklich auch alle Bereiche eben abzudecken und im Endeffekt war es eine Punktlandung und da bin ich sehr stolz drauf. Ist das Vertrauen in die Schulter mittlerweile komplett wiederhergestellt oder gibt es so Aktionen, wo du sagst, oh, wenn jetzt irgendwas passieren oder falsch draufkommen oder ein Gegenspieler dran, zuckt man da nochmal kurz zusammen oder ist das alles abgekommen? Nein, das war ja auch Teil dieser Aktion eben in Mallorca mit Dennis Neudam, dass wir eben wirklich alles antesten und dass es auch gut für meinen Kopf ist, dass ich weiß, okay, die Schulter hält und deswegen bin ich absolut zufrieden in der Beweglichkeit, im Muskelaufbau, da lief wirklich alles perfekt und ja, ich freue mich einfach, dass ich wieder ein Teil davon sein kann. Wenn man auf die Vorbereitung guckt, ist das ja immer eine anstrengende Zeit für die Spieler, auch für die Torhüter. Aber für dich wahrscheinlich jetzt in diesem Moment, dass du sagst, ey, es ist geil, weil ich stehe einfach wieder auf dem Platz. Ja, ich hatte gestern wirklich Gänsehaut, als ich auf den Platz gegangen bin mit den Jungs. Ich war zwar schon des Öfteren halt mit Dennis jetzt auf dem Platz gewesen, aber es ist natürlich was anderes, wenn du mit deinen Jungs auf den Platz gehst. Und gestern war ein sehr emotionaler Moment für mich. Ich denke, es wird nochmal ein Stück weit emotionaler, wenn ich das erste Mal wieder im Max-Morlock-Stadion ja, einlaufen darf und da freue ich mich einfach unglaublich drauf und kann es kaum erwarten. Ja. Ich glaube, da freuen sich die Clubfans auch drauf. Wir drücken die Daumen, wünschen eine erfolgreiche Vorbereitung und natürlich eine verletzungsfreie Saison. Dankeschön, danke. Ciao.